Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf Sarah Wagenknecht gegen Marina Weißbrand, die sich bei Maischberger eine ziemlich hitzige Debatte geliefert haben. Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Odyssee, folgt mir bitte auf Rumble. Die Links zu diesen Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung sowie in der Kanalbeschreibung. Ihr könnt diese Kanäle also gar nicht verfehlen, wenn ihr danach sucht. In dem Sinne fangen wir mal mit der ersten Frage an. Also Marina Weißbrand hat gerade gesagt, wenn man Russland Frieden anböte, dann würde würde Putin trotzdem weiter Krieg führen, denn er sei ja gar nicht an Frieden interessiert. Die typische westliche Kriegspropaganda, die wird hier in der Debatte, glaube ich, gleich noch ein bisschen ausführlicher debattiert werden. Aber Maischberger leitet davon zu einer anderen Frage über, nämlich warum hat Sarah Wagenknecht bzw. warum haben das BSW und die AfD Selenskys Rede boykottiert? Also Selenskys Rede im Bundestag. Wer das mitbekommen hat, Selenskyj hat im Bundestag geredet und die Abgeordneten von BSW und die meisten Abgeordneten von AfD haben den Bundestag verlassen. Einige von der AfD sind sitzen geblieben. Frau Wagenknecht, Sie sind seit Anfang an Kritikerin auch der westlichen Waffenlieferungen und der Unterstützung. Sie waren nicht in der Ukraine. Warum eigentlich nicht? Naja, der damalige Vize-Außenminister Melnyk, der früher ja auch Botschafter war, hat ja per Twitter aufgefordert, mich umzubringen. Das ist jetzt nicht eine Einladung, in das Land zu fahren. Ich finde es entsetzlich, was in der Ukraine Er geschieht. ist ja zwischendurch weit weg im Südamerika. Ja, Hätte schon, das ein aber Grund er hat sein ja können? doch engagierte Anhänger, nehme ich mal an, auch in der Ukraine. Und Ja. ich finde auch nicht, dass man, also ich meine, ich bin auch nie im Jemen gewesen und trotzdem glaube ich, dass wenn man das liest, was dort stattfindet, dass man sich ein Urteil bilden kann, dass dieser Krieg dort entsetzlich ist oder ähnlich jetzt im Gazastreifen. Und ähnlich ist es natürlich in der Ukraine. Das Volk leidet fürchterlich. Ich verurteile diesen Krieg. Ich finde das schauerlich, was dort passiert. Aber ich finde, die Schlussfolgerung daraus darf doch nicht sein, dass sich Selenskyj im Bundestag hinstellt, und er hat das ja vorher auch schon in anderen europäischen Ländern gemacht, er hat das in der Ukraine gemacht, sich hinstellt und sagt, keine Kompromisse, es gibt entweder Frieden zu den Konditionen. So. Bevor wir jetzt zur weiteren Argumentation kommen, kurz mal der Hinweis: Sarah Wagenknecht hat bezüglich Melnyk völlig recht. Wer es nicht weiß, aus dem ukrainischen Sicherheitsapparat heraus werden Todeslisten geführt und Leute, die auf diesen Todeslisten standen, beispielsweise Alexander Dugin oder Robert Fico, auf die wurden schon Attentate verübt. Also die Ukraine lässt tatsächlich ihre Gegner, die sich im Ausland befinden, umbringen. Das ist diese berühmte Demokratie, die wir jetzt verteidigen. Und ich habe hier nochmal diesen einen Tweet von André Melnyk rausgesucht. Melnyk schrieb: Oskar Lafontaine und seine Frau Sarah Wagenknecht sind beide die schlimmsten Komplizen vom Kriegsverbrecher Putin, die als solche noch zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar sehr bald. Okay. Ja. Wie gesagt, Wagenknecht steht übrigens ähnlich wie Ulrike Gro oder Robert Fico auf eben solchen Todeslisten, die, wie gesagt, aus dem Umfeld des ukrainischen Geheimdienstes erstellt werden. Also, sagen wir mal so, ich habe Verständnis für Sarah Wagenknecht, dass sie nicht in die Ukraine reisen möchte. Der Ukraine. Das heißt, die Russen müssen sich aus allen Gebieten zurückziehen, einschließlich der Krim, oder es gibt keinen Frieden. Das hat er so nicht gesagt Doch, doch, das und Sie hat er so warten hier. Ich gesagt. habe Er es mir hat extra noch gesagt, mal angeschaut, ich habe die es mir auch Rede. angeschaut. Genau, aber so hat er es nicht gesagt, weil Sie waren ja gar nicht da im Ich habe es Bundestag. mir natürlich trotzdem Warum angeschaut, waren Sie nicht da? weil ich seine Rede nicht in einem Setting sehen wollte, das als einzige Reaktion Standing Ovations zulässt. Es gab keine Möglichkeit zur Aussprache, keine Möglichkeit zur Man Debatte. hätte, so wie die Es war vier von vornherein. Abgeordneten der AfD, einfach da sein können, ohne zu klatschen. Das ging auch. Ja, Dann das hätte man hätte das Argument genauso als gehabt. Affront, wäre uns genauso als Affront ausgelegt worden. Und ich finde, es ist nicht die Zeit für Jubelveranstaltungen. Ich glaube nicht, dass Selenskyj für die gesamte Ukraine spricht. Zum Beispiel spricht er ganz offenkundig nicht für die 600.000 junge Männer, die in die EU geflohen sind, weil sie nicht eingezogen werden wollen und weil sie nicht in diesem Krieg ihr Leben verlieren wollen, was ja sehr verständlich Jo, aber ist. ich gehe mit denen auf die Und Demos. Die unterstützen das schon trotzdem. Nur weil man nicht persönlich ja, kämpft, also ich bedeutet das nicht, dass kriege. man eine Linie nicht hält. Naja, ich kriege andere Mails und andere Resonanzen. Viele machen sich große Sorgen. Jetzt hat ja Selenskyj ein neues Gesetz eingeführt, dass zum Beispiel Männer, die in der EU sind, hier nicht mehr ihre Papiere erneuern können. Sie müssen zurück in die Ukraine. Sie
werden dort vielfach auch dann nicht mehr rausgelassen, sondern zum Wehrdienst eingezogen. Auch in der Ukraine gibt es immer rabiatere Formen der Rekrutierung. Und ich finde, wir müssen doch jetzt endlich einmal darüber reden, wie beenden wir diesen Krieg. Und wenn Sie sagen, jetzt ein Einfrieren an der Frontlinie wäre kein Ende, nein, das wäre der Beginn von Verhandlungen. Das ist noch nicht das Ende. Aber es müssen doch erstmal die Waffen schweigen. Es muss doch erstmal Gespräche geben. Es gab schon mal Verhandlungen damals in Istanbul. Die sind dann leider abgebrochen worden. Und seitdem wird uns erzählt, wir müssen nur immer mehr Waffen liefern, um den Krieg zu beenden. Aber wir haben sehr viele Waffen geliefert. Das ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Das ist doch keine Hilfe für die Ukraine, weil sie ist trotzdem in der Defensive. Das ist die Frage. Den Rücken voran. Bevor wir auf die Verhandlungsmöglichkeiten kommen, dann doch nochmal auf die Frage zurück. Ist denn tatsächlich die Ukraine so ausgestattet worden? Es gibt ja Stimmen, die sagen, hätte man mehr, schneller, früher geliefert, dann wäre dieser Krieg schon zu Ende. Also wie seht Ihre Familie in der Ukraine das? Zum Beispiel die Unterstützung aus Deutschland. Dem Punkt stimme ich tatsächlich zu. Dieser Krieg hätte schon lange vorbei sein können. Und wir tun, und die NATO tut auch der Ukraine keinen Gefallen damit, dass sie an diesen dünnen Tropf hängt, wo man zu viel zum Sterben bekommt und zu wenig zum Leben. Es ist die übereinstimmende Meinung. Ich höre ja sowohl russische Militäranalysten als... Vor allem hat die Ukraine langsam zu wenig Soldaten. Also Wagenknecht hat es ja gesagt, die Soldaten wollen nicht kämpfen in der Ukraine. Da werden Menschen in Vans gezerrt und dann fast ohne militärische Ausbildung an die Front zu werfen, geworfen, um notdürftig die Löcher zu stopfen, die sich da immer mehr auftun. Also wir sehen ja seit mittlerweile rund einem Jahr einen sukzessiven, zwar sehr langsamen, aber kontinuierlichen Vormarsch der russischen Truppen. Also Russland erobert immer mehr Dörfer und Städte und die Ukraine verliert immer mehr Gebiet, während die Ukraine kaum noch hinterherkommt, ihre Verluste auszugleichen. Und es ist jetzt völlig egal, wer jetzt genau die höheren Verluste hat, wie da die Zahlen exakt aussehen. Denn Russland hat schlicht und ergreifend das viel größere demografische Potenzial, aus dem es Menschen rekrutieren kann. Die Ukraine hat genau das nicht. Also auch ukrainische, um ein möglichst breites Bild zu hören. Die übereinstimmende Meinung war, dass wenn der Westen im Frühjahr 2022 all das geliefert hätte, was wir ja jetzt sowieso schon geliefert hätten, zu all dem Geld, dann wäre dieser Krieg im Sommer 2022 schon vorbei gewesen. Und warum hat man es nicht getan, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, weil man sich nicht das Ziel gesetzt hat. Ich habe Olaf Scholz nie sagen hören, es ist mein Ziel, dass die Ukraine gewinnt. Es ist unser Ziel, den Aggressor nicht zu belohnen. Die Ukraine muss komplett frei sein. Diese Invasion muss komplett rückgängig gemacht werden. Wäre das das Ziel? Wäre das das rationale Vorgehen? Ja, das gibt die Ukraine doch als ihr Ziel aus. Und das Ziel ist völlig unrealistisch. Was ist das Rezept für immer weitergehenden Krieg, an dessen Ende eine Niederlage der Ukraine stehen wird? Also dieses Ziel Rückeroberung der Krim, das ist schlicht und ergreifend militärisch unrealistisch. Ganz egal, wie man das jetzt moralisch bewertet. Das wäre uns günstiger gekommen, hätte weniger Leben gekostet und hätte nachhaltig Frieden beschert. Also Sie sehen, dass Deutschland so einen Mittelweg findet. Das würde ich gerne an Sie weitergeben. Also tatsächlich könnte ja auch Olaf Scholz anders. Er könnte ja von Anfang an den Leopard geschickt haben. Aber er hat doch jetzt alles geliefert. Erst noch eine Frage, Frau Wagenknecht, und dann. Er könnte den Taurus liefern. Er könnte zustimmen dem französischen Präsidenten. Ja, womit die Ukraine dann zivile Ziele angreifen wird. Beispielsweise die Krimbrücke. Also das wird da ja schon debattiert. Das haben wir ja nach der Enthüllung von den Bundeswehroffizieren, das haben wir da ja gesehen, dass die debattiert haben, wie könnte man die Krimbrücke angreifen oder Munitionsdepots im russischen Hinterland, ohne dass es nach einer deutschen Kriegsbeteiligung aussähe. Präsidenten, der den Einsatz von Soldaten, auch westlichen Soldaten in der Ukraine befürwortet, das tut er alles nicht, weil er sagt, so weit möchte er nicht gehen. Aber er könnte. Können Sie das anerkennen, dass Olaf Scholz eben nicht den Krieg auf diese Art und Weise als Kriegstreiber vorantreibt, wie ihm ja häufig vorgeworfen wird? Er macht das aus gutem Grund nicht. Also zum Beispiel die Forderung, Bodentruppen zu entsenden. Dann sind wir direkter Teil dieses Krieges. Dann kommt der Krieg zu uns. Wenn wir Soldaten hinschicken, ist der Krieg hier. Dann sind wir in diesem Krieg. Dass Olaf Scholz das nicht möchte, nehme ich ihm ab. Was ich problematisch finde, ist, dass er immer wieder die roten Linien überschreitet, die er vorher definiert. Und es war ja jetzt auch irgendwie da sind Sie zu hören, sich, glaube ich, einig, das haben wir dass das keine gerade Politik diskutiert, ist, also auch bei Taurus er zögert, aber sicher sein kann man sich nicht. Und das Problem ist ja,
Wir haben ja inzwischen sehr viel geliefert. Trotzdem hat sich die Lage der Ukraine eher verschlechtert. Also sie ist heute in einer schlechteren Verhandlungsposition. Naja, wir kennen die russische Haltung. Wenn Deutschland der Ukraine Taurus liefert, mit denen dann Ziele auf dem russischen Kernland angegriffen werden, also wirklich auf nicht den neu annektierten Gebieten, sondern wirklich in Kernrussland mit deutschen Taurus-Raketen, dann betrachtet Russland Deutschland als Kriegspartei. Welche militärischen Aktionen Russland dann daraus ableitet, das entscheidet Russland. Das haben dann nicht mehr wir in der Hand. Also wir kennen diesbezüglich die russische Position. Als beispielsweise im Frühjahr 2022. Also das, was man damals verhandelt hatte, würde man heute nur noch mit Schwierigkeiten bekommen. Also damals, das Abkommen ist ja zum Beispiel in der Zeitung Foreign Affairs, ist ja eine amerikanische renommierte Zeitung, ist ja besprochen worden, was bei den Verhandlungen sehr wahrscheinlich herauskam. Das war relativ vorteilhaft. Ja, Russland hat das schon geleakt, Lukaschenko hat das schon geleakt, der ukrainische Chefunterhändler hat das Ganze schon bestätigt. Also nach Foreign Affairs kamen das ja viele, die sich in der gleichen Art und Weise geäußert haben. Also es ist schon ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dass damals ein Vorschlag auf dem Tisch lag, nachdem sich Russland aus der Ukraine zurückzöge, zumindest hinter die Linien des 24. Februar, und die Ukraine daraufhin ein neutraler Staat werden solle. Also darauf deutet alles hin, was wir öffentlich über diese Verhandlung wissen. Und dann hat irgendjemand Druck auf die Ukraine ausgeübt, dieses Abkommen nicht anzunehmen. Und das waren sehr wahrscheinlich Großbritannien und die USA. Also hat übrigens auch schon Mevlüt Çavuşoğlu im Frühjahr 2022, während die Verhandlungen liefen, gesagt, es gäbe Kräfte im Westen, die keinen Frieden wollten. Naja, mittlerweile wissen wir durch Äußerungen von Naftali Bennett, vom ukrainischen Chefunterhändler, von anderen Beteiligten an diesen Gesprächen, wer da genau Druck gemacht hat. Heute mit den ganzen Waffenlieferungen in einer schlechteren Situation. Darf ja, na, sie das ist ja in einer Defensive aufgreifen? Und deswegen versucht Zelensky, das ist ja sogar von seiner Warte aus verständlich, nur wir dürfen das nicht wollen. Er versucht natürlich, die NATO in den Krieg hereinzuziehen, damit er diesen Krieg gewinnt. So, und deswegen hat er jetzt zum Beispiel, da war Punkt. Vorhin ja angesprochen worden, gibt es dafür Belege. Ja. Er hat jetzt zweimal das Frühwarnsystem der strategischen Nuklearstreitkräfte der Russen angegriffen. Das ist kein Kriegsziel, was irgendetwas mit der Verteidigung der Ukraine zu tun hat. Das ist der Beleg, hat. Den Sie haben dafür, dass er die NATO nicht der aktiv... Einzige. Welchen haben Sie? Die Ukraine hat eine Rakete auf polnisches Territorium geschossen, schon 2022, und dann behauptet, das sei eine russische Rakete gewesen. Wieso, dass die Ukraine die NATO in diesen Krieg ziehen will, das ist offensichtlich. Es gab Forderungen nach einer Flugverbotszone. Also das ist doch kein Geheimnis, dass die Ukraine die NATO in diesen Krieg ziehen will. Also Maischberger tut er jetzt so, als wäre das eine völlig neue Erkenntnis, die man erstmal belegen müsse. Nein, das versucht die Ukraine schon seit Kriegsbeginn, weil sie selber diesen Krieg aus eigener Kraft nicht gewinnen kann. Mit westlichen Bodentruppen auf ihrem Staatsgebiet und einer westlichen Kriegswirtschaft sähe das schon wieder anders aus. Der Westen ist sowohl in demografischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht Russland um ein Vielfaches überlegen. Und wenn die Ukraine dieses militärische Potenzial auf ihrer Seite hätte, dann hätte sie tatsächlich gute Chancen, Russland militärisch zu besiegen. Die Kehrseite der Medaille ist dann logischerweise, dass daraus noch ein viel größerer Krieg resultieren würde, dass Russland selber noch viel mehr auf Kriegswirtschaft umsatteln würde. Also Russland gibt ja gerade, ich glaube, etwas mehr als 5% seines Bruttoinlandsproduktes für die Kriegsproduktion aus. In der richtigen Kriegswirtschaft, also während des Zweiten Weltkriegs, die Kriegswirtschaften, da wurde die Hälfte der wirtschaftlichen Produktion in die Kriegswirtschaft gesteckt. Also Russland hätte auch noch ordentlich Potenzial aufzurüsten, wenn es seine Existenz bedroht sähe. Und ja, die letztgültige Gefahr ist dann natürlich, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, dass wir einen Atomkrieg erleben. Also die Gefahr würde drastisch steigen, wenn NATO-Soldaten in der Ukraine wären und Angriffsziele auch auf dem Gebiet von NATO-Staaten für Russland von Russland ins Ziel genommen würden. Also das sind alles Dinge, die da möglich sind, weswegen es völliger Irrsinn wäre, da noch mehr Soldaten hinzuschicken. Also bestenfalls hätten wir in so einem Fall Millionen Tote, also da auf dem Schlachtfeld und eine komplett zerstörte Ukraine und im schlimmsten Fall die Auslöschung der Menschheit. Das sind die Optionen, die hier auf dem Tisch liegen, wenn die NATO sich wirklich noch tiefergehend in diesen Krieg involvieren sollte. Sie denn noch?
Er hat mehrfach gefordert, dass die NATO also Luftunterstützung gibt. Das heißt, dass die NATO eben quasi eine Flugverbotszone in der Ukraine errichtet, dann müsste die NATO direkt auf russische Flugzeuge schießen. Das ist auch natürlich, wäre ein Eintritt. Oder erinnern Sie sich an, an den Fall damals, als es diese Rakete gab, der Ukrainer, die fehlgelenkt war auf Polen. Und er hat zunächst mal behauptet, dass eine russische Rakete, was ja bedeutet hätte, eine russische Rakete wäre auf NATO-Gebiet gefallen, was sie aber nicht war. Danke an Herr Wallandel für das Abonnement, aber ihr merkt es euch gerade, ich habe mir die Sendung vorher nicht angeguckt und jetzt bringt Wagenknecht genau die zwei Punkte, die ich gerade auch angesprochen hatte. Also das ukrainische Verhalten, das ist schon ziemlich eindeutig. Das weiß Maischberger natürlich auch. Sie fragt, ich weiß gar nicht, warum sie so blöd nachfragt. Ich meine, ihr sind diese ganzen Belege, die dafür sprechen, ja auch bekannt. Sie tut so, als wäre das noch was Offenes, was man erstmal evaluieren müsste, ob die Ukraine wirklich die NATO reinziehen wolle. Ja, das will die Ukraine offensichtlich. Sonst würde sich Zelensky nicht in so einer Art und Weise verhalten, wie er es tut. Es gab auch russischen Debris in Rumänien, was auch NATO-Gebiet ist. Also es ist alles sozusagen eine Frage der Betrachtung. Die Frage, die Sie aufbringen, ist, möchte Zelensky die NATO aktiv in diesen Krieg ziehen? Das würde ich gerne diskutieren mit Ihnen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Zelensky sucht nach Hilfe und Unterstützung für ein Anliegen eines Europas, das ihm erstens schon früh Hilfe angeboten hat. Das auf dem Maidan, ich erinnere mich an tränenreiche Politiker, die waren da. Ich war da, ich war auf dem Maidan, die da standen und gesagt haben, die Ukraine ist schon mit einem Fuß in der EU. Das heißt, man hat Putin gezeigt, wir ziehen die Ukraine jetzt aus deinem Einflussbereich, was richtig war. Dafür sind die Leute auf die Straße gegangen, um aus Putins Einflussbereich rauszukommen, um ein weniger korruptes Land zu haben, um ein freieres und demokratisches. Ja, und heute ist die Ukraine ein korrupteres und undemokratischeres Land, als sie es vor 2014 war. Also es ist ja einfach so. Heute sind alle linken Oppositionsparteien in der Ukraine verboten. Die gesamten Medien sind gleichgeschaltet. Du kannst für einen kritischen Social-Media-Post jahrelang in Haft kommen. Oder es kommen irgendwelche SBU-Beamten bei dir zu Hause vorbei und nehmen dich erstmal auf unbestimmte Zeit mit. Also in der Ukraine sind ja wirklich alle rechtsstaatlichen Verfahren ausgesetzt. Es gibt in ukrainischen Gefängnissen Berichte über Folter. Es gibt sogar einen toten Journalisten in ukrainischen Gefängnissen, nämlich Gonzalo Lira. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Fall mitbekommen habt. Also es gibt Berichte von zahlreichen toten Oppositionellen in der Ukraine. Ich kann euch dazu die Kolumne von Maxim Goldab, Stimmen aus der Ukraine, in den Nachdenkseiten empfehlen. Da berichtet er über diese Abschaffung jeglicher Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine. Und Zelensky, der ist mittlerweile kein legitim gewählter Präsident mehr. Das ist ein Usurpator. Der hält sich ohne Wahlen auf unbestimmte Zeit an der Macht. Ja, das ist diese Demokratie und für die Menschen damals auf dem Maidan auf die Straße gegangen sind. Schöneres Land zu haben. Einer schreibt gerade im Chat, ja, natürlich war das auf dem Maidan keine demokratische Bewegung. Da sind Rechtsradikale an der Spitze mitgelaufen, die schon Monate bevor der Putsch passiert ist, offen eine Revolution gefordert haben und wollten, dass Janukowitsch noch bitte ohne demokratische Wahl sich verziehen solle, was er dann ja auch gemacht hat. Also es gab da wirklich Führer der Maidan-Proteste, die kann man sogar bei Wikipedia nachlesen, die Janukowitsch mit einem Revolutionstribunal droht haben, sollte er nicht binnen 24 Stunden nach Erfolg der Revolution das Land verlassen. Also wie gesagt, da ist der rechte Sektor vorne mitgelaufen. Das war natürlich keine demokratische Bewegung. Es mag sein, dass da viele naive Demonstranten mitgelaufen sind, die nicht genau wissen, was, die nicht genau kannt haben, was für eine Bewegung sie da eigentlich unterstützen. Aber ja, wer die Proteste organisiert hat, das ist doch mittlerweile ziemlich klar. Das war eine Querfront von der liberalen ukrainischen Opposition bis zu äußersten extremsten Rechten, die da mit NS-Symbolik und allem mitgelaufen ist. Die EU aber die Ukraine nicht unter ihren eigenen Schutzschirm genommen und sie damit nackt und verwundbar gelassen. Und okay. Also sorry, dass ich jetzt Marina Weißbrand so häufig unterbreche, aber das ist völliger Wahnsinn. Also, im Februar 2022 gab es den Putsch gegen Janukowitsch. Im März wurde dann die Krim erfolgreich annektiert von Russland. Das heißt, im März hatte die Ukraine einen Territorialkonflikt, während in Kiew eine nicht demokratisch legitimierte Putschregierung saß, unter Beteiligung von Rechtsextremen, da saß nämlich auch Swoboda drin, und im ganzen Land gab es Massenproteste gegen diese Regierung, vor allem in den östlichen Regionen, wo diese Regierung dann ziemlich brutal darauf antwortete und wirklich grausame Massaker an friedlich demonstrierenden Menschen anrichten ließ, beispielsweise in Mariupol.
Im Mai 2014. Also das war die Situation da. Und da fordert Marina Weißband jetzt allen Ernstes, dass die EU, die ja auch ein Militärbündnis ist, die Ukraine unter ihre Fittiche nehmen solle. Also das hätte eine direkte militärische Konfrontation mit Russland bedeutet. Also in dem Fall hätte die Ukraine ja beispielsweise versuchen können, die Krim militärisch zurückzuerobern. Und alle europäischen Staaten wären da verpflichtet gewesen, der Ukraine zu helfen. Also dann hätten wir 2014 schon den großen Krieg gehabt. Also das ist völliger Wahnsinn, was die Frau hier fordert. Selenskyj heute die NATO in diesen Krieg verwickeln, das ist eine schwerwiegende nein, Frage, die man wirklich ich glaube, muss, weder, weil weder er Selenskyj, merkt, dass er sonst verliert. Das ist die weder Frage. Selenskyj noch Putin haben ein Interesse daran, dass die NATO in den Krieg eintritt, in den klassischen konventionellen Krieg. Putin führt schon lange einen hybriden Krieg gegen NATO-Länder. Das ist was ganz anderes, dass er mit Spionage, mit Hackerangriffen, mit der Finanzierung von Parteien, mit Fake News, mit Desinformationskampagnen. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ob Russland das macht, halte ich tatsächlich für wahrscheinlich, dass Russland das macht, aber der Westen macht das auch in Russland. Also das ist normales Geschäft in der Geopolitik. Also was sie hier gerade aufzählt, also das soll jetzt Putin natürlich in einem schlechten Licht dastehen lassen, das ist Normalität bei sich feindlich gegenüberstehenden Staaten. Alles tut, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Wir fangen gerade erst an, wissenschaftlich aufzuarbeiten, welche Kampagnen, die hier seit 2013 gelaufen sind, komplett aus dem Kreml gesteuert waren. Wahlkampagnen unter anderem, oder was meinen Sie? Ich folge ja selber sehr, sehr vielen russischen Bots, die mir folgen und die mir Morddrohungen schicken. Und es ist immer ganz witzig, das sind manchmal Ukrainer, die zu Putin wollen. Mhm. Und dann sind dieselben Accounts, aber 2015 Deutsche, die Angst vor Immigranten haben. Und dann sind dieselben Accounts Brexit-Unterstützer oder Trump-Unterstützer. Da wird sich massiv eingemischt, aber alles niemand unterhalb spricht des Kriegseintrittes. Absolut, aber ich meine, das ist doch ein globales Phänomen. Ich meine, ich finde das überhaupt nicht akzeptabel, aber wir sollten doch. Hat das Pentagon nicht rund 30.000 Mitarbeiter, die alleine damit beschäftigt sind, den ganzen Tag nichts als Propaganda zu machen? Ich meine, ich sage ja, das machen alle Seiten. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal Russlands. Nicht so tun, als seien die Russen jetzt die Einzigen, die solche hybriden Formen anwenden. Aber wir reden heute also über das die gibt Russen, auf dieser Frau Welt Wanklich, leider von allen Seiten. Das machen die Amerikaner, das machen die Chinesen. Ja, und je Frau stärker Wanklich, die Konfrontation wird, bei allem desto Respekt, mehr. Lassen Sie uns heute mal bei den Russen bleiben, bei diesem Konflikt, weil das bringt jetzt gar nichts zu sagen, das machen die. Ja, wann reden wir eigentlich mal über die gesamte amerikanische Propaganda? Also wann reden wir mal über transatlantische Netzwerke deutschen Journalistenstuben, die, glaube ich, wesentlich relevanter sind als irgendwelche anonymen Bots, die von irgendwelchen Oligarchen da bezahlt werden, deren Einfluss man, glaube ich, nicht überschätzen sollte. Also wirklich Einfluss auf die Meinungsbildung haben ja eher reale Personen, die bestimmte Einstellungen vertreten. Und da ist die Frage, welche Personen kommen in welche entscheidenden Positionen. Wer wird beispielsweise Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und darf eine Talkshow moderieren? Ist das jemand, der bei der Atlantikbrücke ist? Oder ist das jemand, der mal bei Russia Today gearbeitet hat? Und ich würde sagen, dass eher Ersteres der Fall ist. Die anderen auch. Die Frage ist, ob man verhandeln kann mit. Das ist ja das, was Sie sagen. Man muss jetzt verhandeln. Das ist doch der einzige Weg. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich das vorstellen. Also was wäre jetzt sozusagen der Vorschlag? Also einfrieren der Fronten heißt, man gibt sozusagen den Teil der Ukraine, der jetzt von russischen Truppen besetzt gehalten wird, den gibt man auf. Und die Krim sowieso, ist das das, was Sie glauben? Also zunächst mal müssen ja Verhandlungen beginnen. Was dabei rauskommt, ist ja das Ergebnis von Verhandlungen. Und es gab sowohl, als Putin in China war, es gibt ja auch Druck der Chinesen, sie wollen das ja auch gerne beenden. Aber auch er selber hat in China gesagt, er ist verhandlungsbereit. Dann wurden nochmal aus Moskau Signale lanciert, man wäre zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit an der Frontlinie. Das heißt ja nicht, dass damit die Geschichte beendet ist, sondern dann fangen die Verhandlungen an. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, da anzuknüpfen, das fordern ja auch viele, wo damals in Istanbul aufgehört wurde. Also das war ja damals, lief ja darauf hinaus, Neutralität der Ukraine, Rückzug an die Linien vom 24. Februar. Das war ja so der grobe Rahmen, dann stärkere Autonomie.
Ich weiß nicht, ob man heute noch mal dahin kommt. Die Situation ist eine andere. Inzwischen sind die Gebiete annektiert. Aber zumindest muss man doch einen Weg finden. Meine Hoffnung wäre, dass es irgendwann ein UN-beaufsichtigtes Referendum gibt, wo die Menschen gefragt werden im Donbass. Ich finde, man muss doch die Menschen Gebieten, dort also in den fragen, von Russland besetzten Gebieten, ob sie dann zu Russland oder zur Ukraine wollen. Ja, zum Beispiel. Also das wäre doch, ich meine, die Menschen müssen doch entscheiden, wohin sie wollen. Die Ukraine ist auch vor dem Krieg ein gespaltenes Land gewesen. Das sollte man auch nicht völlig verleugnen. Fragen die russische Minderheit war von den Maidan nicht angetan, sondern ihre Sprache, ihre Kultur wurde ausgegrenzt. Deswegen gab es das Minsker Abkommen, was leider nicht eingehalten wurde. Wie auch immer, ich finde, die Menschen sollten sowohl auf der Krim als auch im Donbass selbst entscheiden können, zu welchem Land sie gehören wollen. Und das muss die UN allerdings beaufsichtigen, damit es ein faires... Ja, und in Donetsk, Luhansk und der Krim ist relativ klar, wie das ausgehen würde. Also in Kherson und Saponischia, das ist etwas unklarer, aber in Donetsk und Luhansk wäre ziemlich klar, dass diese Regionen dann nach solchen Referenden zu Russland gehören würden. Das Referendum ist und nicht diese Scheinreferenden, die wir hatten. Erstens ist die Geschichte von der gespaltenen Ukraine in den letzten 10 Jahren ungefähr 72 Mal widerlegt worden. Und das... Nenn doch mal einen Beleg. Also gab es nicht einen originär aus der Bevölkerung getragenen Anti-Maidan, der zweifelsohne von Russland unterstützt wurde, genauso wie der Maidan vom Westen unterstützt wurde? Also gab es den nicht? Gab es die hohen Zustimmungswerte in Donetsk und Luhansk 2014 zu den von den Separatisten abgehaltenen Referenden nicht für einen Austritt aus der Ukraine? Gibt es all das nicht? Oddly specific. Wir haben keine gespaltene Ukraine und wir hatten auch keine Einschränkung der Rechte von einer russischen Minderheit. Das hat der Europäische Rechnungshof unter anderem als einen Grund angeführt. Entschuldigung, aber es ist wirklich immer wieder belegt worden. Das Argument der russischen Minderheit ist erstens kein neues Argument, wenn jemand einen Angriffskrieg starten will. Das Referendum wäre doch eine interessante Frage. Das Referendum. UN-Aufsicht und dann fragt man die Menschen. Also erstens. Wir hatten in der Ukraine ja demokratische Wahlen seit Beginn des Krieges. Nein, die wurden abgeschafft von Zelensky. Es gibt keine Wahlen mehr in der Ukraine. Es gibt auch keine Oppositionsparteien, die dazu mehr antreten könnten. Also demzufolge könnte man wahrscheinlich ruhig Wahlen abhalten. Also die Chance, dass sich der politische Kurs in der Ukraine ändert, die ist sowieso nicht gegeben. Es könnte nur irgendeine andere US-Marionette als Zelensky gewählt werden, im Zweifelsfall. Aber selbst das will man nicht. Also, ja, und 2014 gab es ja einen demokratisch gewählten Präsidenten, und zwar Viktor Janukowitsch. Gegen den wurde geputscht und anschließend haben die Post-Maidan-Regime die Opposition ziemlich brutal unterdrückt und seit Beginn 2022 ist die Ukraine eine offene Diktatur. Das kann man nicht anders nennen. Also wenn du alle Wahlen abschaffst, die gesamte linke Opposition verbietest, wie sollst du das Land dann noch nennen? Wenn du jede kritische Diskussion abstellst und jeden mit Gefängnis bedrohst, der eine andere Meinung hat. Also das hat mit Demokratie meines Erachtens nach nichts zu tun. Sich ausgesprochen. Die haben diesen Präsidenten gewählt. Wir haben immer wieder Umfragen, wobei jetzt natürlich seit der Invasion, klar, sind Umfragen schwierig. Aber die Referenden, die wir hatten in der Ukraine, in den besetzten Gebieten, waren unter vorgehaltenen Waffen. Also würde das etwas ändern? Ich verstehe nicht, was die Notwendigkeit ist, wenn das ukrainische Volk sich verteidigt und aktiv kämpft und aktiv die Armee unterstützt. Nicht das Volk, der Staat. Und der Staat zwingt Teile seiner Bevölkerung an die Front zu gehen. Die Leute gehen da nicht freiwillig hin. Die werden, wie gesagt, denen wird aufgelauert, wenn sie ihr Haus verlassen, am Arbeitsplatz, sogar bei Beerdigungen. Werden Einbestellungsbescheide ausgestellt. Also das ist die Situation in der Ukraine. Und wenn die Leute nicht kommen werden, dann, wie gesagt, werden sie in irgendeinen Van gezerrt und dann dürfen sie sich russischer Artillerie entgegenstellen. Und das wollen die meisten Leute nicht. Wer genau hat ein Anliegen, worüber muss abgestimmt? Ich glaube, wenn es darum geht, wie genau ein Frieden aussieht, könnte man durchaus versuchen, ein UN-beobachtetes Referendum zu starten. Meine Frage wäre da aber eine ganz andere und die würde ich gerne Ihnen stellen, einfach nur um Ihre Logikkette zu verstehen. Wie finden wir Frieden in einer Welt, in der im Prinzip ein Land mit einem starken Militär eine Grenze verschieben kann?
Das ist doch schon die ganze Zeit so. Die NATO verschiebt doch seit 1991 die ganze Zeit Grenzen. Seit 1989 eigentlich schon. Also damals hat man ja die DDR quasi durch die Wiedervereinigung in die NATO, beziehungsweise 1990 ist sie dann juristisch der BRD beigetreten. Seitdem verschiebt sich die NATO gen Osten. Das ist, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was man dazu sagen soll. Wenn wir Putin irgendwie belohnen, was hält ihn von der nächsten Invasion ab? Und von dem nächsten Referendum? Ja, das Problem ist, das ist immer die Theorie, die uns erzählt wird. Also, dass wir jetzt ihn stoppen müssen, damit er nicht weitergeht. Das ist übrigens eine Theorie, die ist ziemlich alt. Also damit hat damals die USA sogar den Vietnamkrieg gerechtfertigt, weil sie sagt, wir müssen jetzt da reingehen, sonst kippen alle anderen. Aber nehmen wir jetzt mal diese Frage. Das ist ja reine Spekulation. Also wenn ich mir an, das ist ja immer der Vergleich mit Hitler. Nein, also das Hitler ist, nein, wurde damals nicht gestoppt. Ich bin in der Ukraine vor 10 Jahren, okay? Ich bin in der Ukraine 2015. Damals ist genau ja, das. Damals gab es ein Minsker Abkommen und daran hat sich die Ukraine nicht gehalten. Ganz im Gegenteil, in der Ukraine wurden geheime CIA-Anlagen gebaut, die Ukraine wurde immer weiter hochgerüstet und Russland war davon nicht begeistert und hat gesagt, hey, lasst uns über den Status der Ukraine verhandeln, wir hätten gerne, dass dieser Staat neutral bleibt. Die Antwort aus Washington, über den Status der Ukraine wird nicht verhandelt. Passiert, man hat Putin seinen Willen gelassen. Nein, es war Frieden, wir hatten Beziehungen mit Russland, wir hatten Nord Stream. Also bei der Krim, ich weiß nicht, ob wir uns da einigen können, aber bei der Krim ging es nicht um die Ausweitung von Land, sondern um die Sevastopol und die Schwarzmeerflotte. Und es ging um Pachtverträge und eine strategische Position. Ja. Das war das, worum es bei der Krim ging. Und das ging. Hat er bekommen. Und natürlich hat er das, ja, die Schwarzmeerflotte ist da seit 200 Jahren. Aber und dass die Krim, dass das so eskaliert ist, hatte etwas damit zu tun, dass die Ukraine von einer Position abgewichen ist, die sie vorher lange Zeit hatte, die in ihrer Verfassung verankert war, nämlich dass sie sich als neutraler Staat verstanden hat. Und sie hat sich dann positioniert, auch sehr, sehr eng an der Seite der Amerikaner. Es haben in der Ukraine, das weiß man inzwischen, gab es also 4000 NATO-Soldaten, es gab 12 Spionagestützpunkte. Sie sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg, im Prinzip ist das. Und es ist im Grunde daran eskaliert. Ich finde das auch entsetzlich. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Und die Ukraine wird im Grunde dafür geopfert und die Menschen der Ukraine. Und es ist eigentlich ganz schrecklich. Also man muss doch jetzt etwas tun, das zu beenden. Und ich finde diese Position, wenn Sie sagen, Selenskyj ist ja demokratisch gewählt worden. Er ist damals mit dem Versprechen angetreten, Frieden zu schaffen. Also er ist gewählt worden mit der Botschaft, er will das Minsker Abkommen umsetzen. Er hat umsetzen. Das ja auch nicht überfallen. Und, ja. Na, er hat aber, ja, aber er hat das Minsker Abkommen nicht umgesetzt. Meine Güte. Im Donbass, er hat den Donbass mit Drohnen angegriffen, ja. Auch die Zivilbevölkerung. Er hat ja diesen Krieg mit eskaliert. Er hat auch die ganzen Vereinbarungen mit der NATO, mit den USA getroffen, die ja dazu beigetragen haben, dass es am Ende zu diesem großen Krieg kam. Und sagen ich Sie, finde jetzt wirklich, das ist die Frage. Wir können doch nicht davon ausgehen, was wir uns erträumen. Und dass Grenzen verschoben werden. Auf dieser Welt werden an so vielen Stellen Grenzen verschoben. Die Türkei hat Grenzen verschoben, teilweise im Irak, teilweise in Syrien. Die USA haben Grenzen verschoben. Die besetzen heute noch die Ölfelder von Syrien. Ja, also es gibt viele Stellen dieser Welt, wo großes Unrecht geschieht. Und ausschließlich bei Russland sagt man, da müssen wir jetzt den Krieg so lange führen, bis wir... Doch, in Syrien haben wir uns nämlich auf die Seite der... auf die Seite radikaler Islamisten gestellt, die Assad stürzen wollten. Das hat nicht funktioniert. Und ja, das Ergebnis ist jetzt, dass Assad zwar den größten Teil seines Landes wieder kontrolliert, aber im Nordwesten noch Islamisten an der Macht sind, über die die Türkei schützend ihre Hand hält. Im Norden ist die Türkei, also hat die Türkei einige Gebiete besetzt. Und im Osten halten die USA, wie gesagt, die Ölquellen besetzt. Und im Süden haben sie noch eine große Militärbasis. Also das ist die Situation in Syrien. Das zurücknehmen können. Ich sehe nicht, wie das militärisch möglich sein wird. Es ist die und ich Frage, will nicht, dass das ein ewiges Sterben gibt. Und vor allen Dingen möchte ich nicht, dass das ein großer europäischer Krieg wird. So, Sie sagen, dass Putin nicht aufhören wird und Ihr Beleg ist 2014. Was haben Sie noch, was die Menschen überzeugen kann, dass das, was da passiert in der Ukraine, sozusagen nicht nur die Ukraine angeht, sondern den Rest auch? Westeuropa zum Beispiel. Naja, es geht damit weiter, dass Putin inzwischen in Russland eine Wirtschaft aufgebaut hat, die ohne Krieg überhaupt nicht mehr funktioniert. Völliger Bullshit. Also wie gesagt, die russische Kriegswirtschaft, die ist weit, weit unterhalb dessen, was man in allen Volkswirtschaften eigentlich während des Zweiten Weltkriegs gesehen hat. Und selbst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man es relativ schnell geschafft, von einer Kriegswirtschaft auf eine Friedenswirtschaft umzusatteln. Und man hatte sogar danach ein gigantisches Wirtschaftswachstum, das berühmte Wirtschaftswunder.
obwohl man damals, wie gesagt, seine Wirtschaft fast völlig vom Krieg abhängig gemacht hat. Also das gilt für alle Staaten. Das gilt für die Planwirtschaften des Ostens, genauso für die kapitalistischen Staaten am Westen. Also das ist, ja, völliger, also aus ja, geschichtlicher, aus wirtschaftlicher, wirtschaftspolitischer Hinsicht wirklich kompletter Unsinn, den Weißbrand da gerade redet. Das Land ist ohne Krieg nicht regierbar. Das heißt, wenn er jetzt den Konflikt in der Ukraine gewinnt, und das ist eindeutig, wenn er irgendwelche Zugeständnisse durch die Invasion kriegt, dann gewinnt er. Wenn er diesen Krieg gewinnt, dann wird... Also Zugeständnisse heißt für Weißbrand, er kriegt die Krim beispielsweise. Und das ist ausgemachte Sache, dass diese Krim nach Ende dieses Krieges russisch sein wird. Also das ist nichts, was irgendwie zur Debatte stünde. Wird er sich darauf eine Weile ausruhen können? In den Umfragen, das Volk wird ihn feiern, als den wahren Zaren. Und dann? Und dann? Dann Weil, wird er zufrieden sein? Das nein, ist das, was er hat jetzt eine Kriegswirtschaft. Mhm. Das heißt, er braucht Krieg. Und er braucht auch Krieg, um weiter... Ja, wie gesagt, aus wirtschaftspolitischer Hinsicht völliger Unsinn. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, die Staaten, deren ja, Wirtschaft... wirklich auf der Ausplünderung anderer Gebiete beruhte, nämlich Deutschland und Japan, die wirklich also nicht nur Kriegswirtschaften hatten, sondern die ja große eroberte Territorien hatten, woher sie die Rohstoffe für ihre Wirtschaft bezogen. Selbst die haben es geschafft, sehr, sehr schnell auf eine Friedenswirtschaft umzusatteln und beeindruckende Wirtschaftswunder zu erleben. Also es ist völliger Unsinn zu sagen, wenn man eine Kriegswirtschaft hatte, dann braucht man danach immer weiter Krieg. Nein. Braucht man nicht. Aus historischer Hinsicht, also wenn es historisch betrachtet, ist das völliger Unsinn. Davon abzulenken, dass es der russischen Bevölkerung nämlich derweil beschissen geht und dass er das Land eigentlich aus... Auch das ist Unsinn. Die Realeinkommen in Russland, die steigen sehr, sehr stark. Also jetzt abgesehen von den Russen, die in die Armee eingezogen wurden und ja, dort sicherlich auch sehr hohe Opferzahlen haben, geht es der russischen Bevölkerung sehr viel besser als noch vor ein paar Jahren. Also die Russen können sich von ihrem Einkommen heute wesentlich mehr kaufen als noch vor 3, 4 Jahren. Also die Wirtschaft in Russland, die wächst so stark wie, ja, wie seit dem Ende der Sowjetunion eigentlich nicht mehr. Oder vielleicht, ich will jetzt nicht übertreiben, vielleicht hatte man ähnlich hohe Wachstumszahlen auch während des Rohstoffbooms Anfang der 2000er, aber ja, schaut euch das Wachstum der russischen Realeinkommen an. Ich glaube, ich suche das mal raus, während sie weiterredet. Blutet für seine imperialistischen Ideen. Und er hält damit auch nicht hinter der Hand. Er erzählt seit 10 Jahren von seinen Plänen für das Baltikum und für Moldawien. Er erzählt, was er vorhat. Und wenn jemand erzählt, was er vorhat, sollten wir ihm glauben. Es wäre von seiner Warte aus absolut irrational, bei einem innenpolitischen Druck für Krieg, für das Funktionieren seiner Wirtschaft und bei einer außenpolitischen Belohnung dessen, das nicht zu tun. Aber darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Wir sind in einem Bereich, in dem man tatsächlich dann dem Urteilsvermögen derer trauen muss, die eben reden. Das ist Ihr Urteilsvermögen, Frau Wagendicht, das ist das, was Sie Ihren Wählern versprochen haben. Sie haben sich einmal fundamental geirrt, und zwar am Vorabend des Krieges, wo Sie gesagt haben, Putin wird auf keinen Fall in die Ukraine einmarschieren. Und Sie haben noch einen Satz gesagt, den ich wirklich interessant finde. Sie haben gesagt, wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird, nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Nur die Frage, haben Sie einen Plan B, nur für den Fall, dass Sie sich wieder irren? Ich bin überzeugt, dass der Krieg nicht deshalb begonnen hat, weil sich jemand daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Ja, absolut. Auch hier hat Wagenknecht natürlich recht. Wartet kurz. Wartet kurz. Ach, verdammt. Ich wollte euch... Wartet kurz, ich wollte euch das Lohnwachstum zeigen. Alter, jetzt ist mein Mauszeiger schon wieder weg. Das regt so auf. Ich mach mal weiter. Sie finden Plan B, Krieg wenn entsetzlich? Putin anders ist, als Sie ihn einschätzen. Das wäre nur meine Frage. Ah, hier ist der Mauszeiger. So. Auf ein neues. Auf ein neues. So. Hier nochmal zu Weißbrands Behauptung, Russland ginge es so schlecht.
hier mal das Lohnwachstum in Russland über die letzten Jahrzehnte verglichen. Also hier seht ihr Jelzin, die letzten Regierungsjahre von Jelzin. Das war bis 1999 eine absolute Katastrophe. 1998, 99 kam es zu einer starken Abwertung des Rubel, von der Russlands Exportindustrie dann besonders profitiert hat. Also die Früchte davon, die hat dann Wladimir Putin geerntet. Ja, hier tatsächlich Anfang der 2000er gab es relativ starke Wachstumsraten für die Reallöhne. Das ist interessant, aber davor eben diesen krassen Einbruch. Und ihr seht es hier, Anfang der 2000er sah es für Russland über ja, fast 10 Jahre hinweg relativ gut aus. Dann kam die Finanzkrise, dann kam ja, der Wirtschaftskrieg 2014, den die EU und die USA gegen Russland begonnen haben und den Verfall der Rohstoffpreise, also quasi zwei Krisen, die übereinander über der russischen Wirtschaft reingebrochen sind. Dann gab es danach ja, relativ stabiles Lohnwachstum. Ja, stabil nicht. Also das ist falsch. Es ist, hat schon relativ stark geschwankt. Dann gab es, also verglichen mit einem Industrieland, ihr seht es, in Russland sah es in den 90ern noch viel katastrophaler aus. Also tatsächlich haben wir gerade das stärkste Wachstum der Reallöhne seit, ja, wenn man sich das hier anguckt, seit Beginn der 2000er. Also seit dem Rohstoffboom, den Russland damals erlebt hat. Also hier hatten wir stark steigende Rohstoffpreise, hier hatten wir fallende Rohstoffpreise. Jetzt, ja, jetzt sind die Rohstoffpreise wieder auf so einem ja, normalen Niveau, kann man wahrscheinlich sagen. Es sind jetzt nicht mehr so extrem hoch wie vor 2008, sind jetzt aber auch nicht mehr so niedrig wie 2014, 15, 16. Ja, hier seht ihr es. Das Lohnwachstum durchgängig zweistellig. Wir zoomen mal näher ran, dass ihr es auch besser sehen könnt. Also von es ist seit Anfang 2023 ist das Lohnwachstum im Vorjahresvergleich etwa, ja okay, hier war es ein bisschen hoch einstellig, aber ungefähr zweistellig. Das ist das Reallohnwachstum. Das ist das, was die russischen Haushalte real mehr in der Tasche haben. Also das, was Marina Weißbrand hier sagt, hat nichts mit der Realität zu tun. Also der russischen Bevölkerung geht es, wie gesagt, denen, die nicht eingezogen werden und nicht an der Front sterben müssen, das muss man immer dazu sagen. Aber der russischen Privatwirtschaft, der russischen, der zivilen Wirtschaft in Russland geht es sehr viel besser als noch vor 3, 4 Jahren, trotz Kriegswirtschaft. Also in Russland, da wächst die zivile Wirtschaft und es wächst die Kriegswirtschaft, beide Sektoren wachsen. Diese Behauptung, Russland ging es, also die russische Wirtschaft, die sähe nur so gut aus, weil sie durch Kriegsproduktion aufgebläht würde, ist einfach Unsinn. Also sonst würde sich das hier in den Reallöhnen nicht so deutlich zeigen. Sonst würden wir zwar steigende Produktion, aber fallende oder stagnierende Reallöhne sehen, aber wir sehen das Gegenteil. Wir sehen stark steigende Reallöhne. Wir müssen ja nicht nur sehen, was wir einschätzen. Es gibt ja auch Zahlen. Also Sie einmal Plan natürlich B für die Frage, weil es ist ja, eine Einschätzung gewesen, Plan die Sie B? Ich meine, der Plan B ist, Sie dass gesagt, wir in der Lage sein müssen, unser überfallen. Land zu verteidigen. Das sind wir allerdings nicht. Frau Wagenknecht, nicht. Sie haben gesagt, er wird die Ukraine nicht überfallen. Nein, er hat sie überfallen. Frau Maischberger, ich habe es so nicht gesagt. Doch, ich habe gesagt, wenn die Ukraine weiterhin Teil der amerikanischen Einflusszone und vor allem auch ein militärischer Vorposten wird, dann wird es Krieg geben. Ich habe allerdings tatsächlich diesen Satz gesagt, Sie haben weil viele ich Sätze gesagt. Nicht Sie haben gesagt, der Meinung war, Russland, dass das der Krieg deutlich unmittelbar bevorsteht. Und ich bin auch immer noch, das haben auch viele Militärs gesagt, bei der Zahl von Soldaten, die Putin Ihnen dort hatte, konnte er nicht ernsthaft vorhaben, die gesamte Ukraine zu besetzen. Er ist daran gescheitert. Und Russland profitiert natürlich nicht von diesem Krieg. Ein Land, das so viele Ressourcen in einem Krieg verausgabt, hat diese Ressourcen nicht mehr für andere Dinge. Bei der Statistik, die wir uns eben angesehen haben, ist die Inflation schon abgezogen. Das war das reale Lohnwachstum, weil schon wieder gerade einer im Chat fragt. Ich habe doch gesagt, das ist das Reallohnwachstum. Ich kann es gerne noch mal zeigen. Hier gab es einen Einbruch um 7,2% im April 2022 im Vorjahresvergleich. Alles hier im Vorjahresvergleich. Das hängt mit der starken Abwertung des Rubels zu Beginn des Krieges zusammen mit dem Explodieren der Importpreise. Und dementsprechend sind hier die Reallöhne eingebrochen. Das sind keine nominalen Löhne, die ihr hier seht. Die Inflation ist hier schon abgezogen worden. Ja. Und wenn Sie die Hochrüstung ansprechen, haben Sie einen Plan also B?
Ich möchte wirklich auch noch mal auf die Zahlen der Hochrüstung eingehen, weil immer gesagt wird, Russland ist jetzt die große Kriegswirtschaft. Wir haben weltweit Rekordausgaben für Militär. Zwei Drittel der Militärausgaben weltweit, über 2 Billionen, zwei Drittel werden von westlichen Staaten ausgegeben. Die NATO gibt 10-mal so viel für Waffen und Kriegsgerät aus wie Russland. Wenn Russland sich darauf vorbereitet hätte, einen riesen imperialen Eroberungsfeldzug zu starten, hätten sie vor dem Krieg schon wesentlich höhere Militärausgaben haben müssen. Sie haben 60 Milliarden Militärausgaben gehabt. Das ist weniger, als Deutschland jetzt hat. Und die haben sie überwiegend eben in die Atomarstreitkräfte gesetzt und nicht in die konventionellen. Also, wir stellen die ganze dass wir Putin vertrauen sollen. Ich sage, wir sollten jetzt alles daran setzen, dass es Verhandlungen gibt und versuchen und austesten, wie weit wir damit kommen. Das ist doch der einzige Weg. Wenn wir am Ende nicht weiterkommen, dann müssen wir gucken, wie wir uns verhalten. Aber wir versuchen es doch gar nicht. Die Signale auf Verhandlungen sind nicht aufgegriffen worden. Ich meine, der Papst, China, sind die alle blauäugig? Man muss eben wissen, ob man dem Verhandlungspartner vertraut. Wir setzen einfach den ganzen... Nein, man muss nicht vertrauen. Nein, es braucht Sicherheitsgarantien, es braucht gegenseitige Zugeständnisse. Also niemand fordert, dass das ohne Sicherheitsgarantien passieren soll. Also es kann natürlich neutrale Garantiestaaten geben, die dazu bereit wären. Beispielsweise so ein Land wie die Türkei. Also, wobei die Frage ist, inwieweit solche Sicherheitsgarantien dann glaubwürdig sind. Aber ich hatte es ja schon gesagt, die gesamte russische Position lief immer darauf hinaus, neutrale Pufferstaaten zwischen sich und der NATO zu schaffen. Und wenn Russland die Ukraine hätte erobern wollen, wenn Putin wirklich so ein irrer Imperialist wäre, der halb Europa erobern wollte, dann hätte er das schon 2014 gemacht. Damals hat Russland in den Bürgerkrieg in der Ukraine im Sommer 2014 eingegriffen und die ukrainische Armee war binnen 2 Wochen besiegt. Also militärisch hätte Russland da weiter vormarschieren können. Die Ukraine wollte diesen Krieg militärisch lösen, aber sie ist daran gescheitert. Also musste die Ukraine das Minsker Abkommen unterschreiben. Wo wir mittlerweile wissen, dass die Ukraine nie vorhatte, sich an dieses Abkommen zu halten, sondern wie von Merkel, Hollande und Poroschenko mittlerweile bestätigt wurde, beabsichtigte war, dass die Ukraine dieses Abkommen zur Aufrüstung nutzen wollte. Das war der ukrainische Plan. Wir unterschreiben dieses Abkommen, damit Russland zufrieden ist und uns hier nicht noch weiteren Zugeständnissen nötigt. Und dann rüsten wir für den großen Krieg auf, den es irgendwann geben muss. Also das wissen wir doch mittlerweile alles. Man muss es austesten. Ich vertraue Putin nicht. Ich möchte, dass wir die Signale für einen Waffenstillstand aufnehmen und dass wir versuchen, diesen Weg zu gehen, weil ich möchte, dass dieses Sterben endet. So, wir setzen alles, was Sie gesagt haben, bei dieser Sendung, damit sich alle ein Bild davon machen können, bei Anne Will Vorabend. Und wir setzen auch noch mal die Militärausgaben ins Netz bei uns im Faktencheck. Der Unterschied ist vergleichsweise mit dem Bruttoinlandsprodukt. Da ist Russland viel weiter vorne als die NATO-Länder. Nur einfach, um das rein. Also, ein Wirtschaftsraum, der, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, locker mehr als das 20- oder mehr als das 30-fache der Wirtschaftsleistung von Russland hat, wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich sogar noch mehr, habe jetzt da nicht die genauen Zahlen vor Augen, der muss einen kleineren Anteil von diesem viel, viel größeren Bruttoinlandsprodukt ausgeben, um trotzdem immer noch 10-mal so hohe Militärausgaben zu haben wie Russland. Ja. Also was für ein Argument war das jetzt von Maischberger? Also als ob die Militärausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt irgendwas aussagen würden. Also da könnte man jetzt auch, keine Ahnung, sagen, nehmt euch irgendein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Wirklich, nehmt euch irgendein kleines Land, was extrem hohe Militärausgaben hat. Keine Ahnung, Syrien gerade. Das ist ja die gesamte Wirtschaft zerstört und die Militärausgaben sind im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung wahrscheinlich auch relativ hoch, weil keine Ahnung, ob das so ist, aber da würde man doch jetzt auch kein vernünftig denkender Mensch daraus ableiten, Assad, der hat nur so hohe Militärausgaben, weil er morgen den halben Nahen Osten überfallen will. Nee. Die syrische Wirtschaft ist relativ klein, er muss gerade Krieg führen und entsprechend, also ich weiß nicht, wie ich das hier von Maischberger widerlegen will. Also ich hoffe, ihr versteht das alle, die hier zuschauen. Also dass wirklich die absolute Höhe der Militärausgaben entscheidend für die Stärke des Militärs ist und nicht die im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Also natürlich kann sich ein Land wie Syrien wesentlich kleineres Militär leisten als ein Land wie Deutschland, selbst wenn bei Syrien der Anteil an der Wirtschaftsleistung, der fürs Militär ausgegeben wird, wesentlich höher sein. Keine Ahnung, ob das jetzt, wird sehr wahrscheinlich so sein. Syrien ist ja gerade im Bürgerkrieg, würde mich wundern, wenn die geringe Militärausgaben hätten.
Weil sie natürlich aber trotzdem, auch ein ganz viel niedrigeres Inlandsprodukt haben. Die Frage, ob haben. Man anfangen muss und ist es richtig, dass der ukrainische Präsident zum Beispiel ein Dekret erlassen hat, wo er sagt, mit Putin werden wir nicht reden. Ist es richtig, dass er sagt, der Papst als Vermittler kommt nicht in Frage? Ich glaube, es ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass Verhandlungen nicht anfangen müssen, sondern Verhandlungen die ganze Zeit laufen. Die Frage ist nicht, ob Verhandlungen laufen. Die Leute reden die ganze Zeit miteinander. Auch Russland und die Ukraine reden und die ganze Zeit miteinander. Es geht in Selenskys Dekret, genau wie, glaube ich, bei Ihnen auch, nur um die Verhandlungen auf der Spitzenebene. Mhm. Das ist die Frage. Ja. Ich glaube, es ist super wichtig, dass ein diplomatischer Kontakt niemals abreißt, egal was passiert. Gesprochen werden muss immer. Ich glaube aber, es muss sowohl der Ukraine als auch dem Rest der Weltgemeinschaft auf einer sehr nüchternen, rationalen Basis die Frage gestellt werden, welche Bedingungen wären akzeptabel. Deswegen ist jetzt alleine dieser Friedensgipfel, ich mag das am Wort Wochenende. Dafür nicht, in der Schweiz, weil es ja, es sitzen tatsächlich nicht beide Parteien am Tisch da. Aber es ist doch das Problem. Weil es halt erst keine Friedensverhandlungen sind. Ich finde es aber wichtig, dass Selenskyj zumindest mit seinen eigenen Verbündeten auf sowas wie eine Einigung kommt, was eigentlich das Ziel ist und was akzeptable und was nicht akzeptable Bedingungen wären. Und zwar nicht nur für die Ukraine und Selenskyj persönlich, sondern um einen Frieden nicht nur zu schaffen, sondern auch nachhaltig zu gewährleisten. Denn davon sind wir abhängig. Ich darf Ihnen in diese Diskussion noch das Wahlergebnis der EU-Wahl vom Wochenende reingeben, weil die Positionen, die Frau Wagenknecht da vertritt, einfach eine große Zustimmung erfahren in Deutschland, vor allem bei den jungen Wählern. Um das noch einmal zu sehen, tatsächlich die jungen Wähler haben sehr stark die CDU gewählt, also das sind die unter 24-Jährigen, und sie haben auf Platz 2 die AfD gewählt und aber auch eben das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand heraus bei 6%. Die Partei, der Sie inzwischen angehören, Sie waren ja mal bei den Piraten. Naja, also das BSW, das hat jetzt eine sehr langweilige Demografie. Also das ist bei allen Altersgruppen ungefähr gleich stark. Bei den Jungen wie bei den Alten bei ungefähr 6%. Und im Osten wesentlich stärker als im Westen. Also das ist tatsächlich relativ langweilig, ähnlich zu dem, was die Linkspartei lange Zeit auch hatte. Die war ja bei Jungen und bei Alten relativ stark und dann vor allem im Osten wesentlich stärker als im Westen. Und das scheint das BSW jetzt zu übernehmen. Inzwischen bei den Grünen hat den größten Verlust erlitten. Was lesen Sie aus diesen Zahlen, was die Diskussion auch um Krieg und Frieden angeht? Was bewegte die jungen Leute da zu sagen, wir vertrauen einer Partei wie der AfD? Also erstens, alle diese Zahlen zeigen, dass junge Leute sich sehr viel Sorgen machen um Krieg und Frieden. Ich glaube, genau wie die älteren Leute. Die Mehrheit steht immer noch, auch in allen Umfragen und auch in allen Altersgruppen, immer noch an der Seite der Ukraine. Also ich würde sagen, trotz des beachtlichen Ergebnisses, es ist halt immer noch, ne, 6% ist nicht die Mehrheit. Mhm. Ist auch keine massive Stimmungskippung. Was wir hier sehen... Ja, interessant sind doch bei den Jüngeren vor allem die anderen Parteien. Also die sind bei Älteren natürlich wesentlich schwächer, weshalb die Zahlen bei Älteren bezogen auf die großen Parteien aussagekräftiger sind, aber die anderen Parteien, die müsste man mal im Einzelnen ausschlüsseln. Da wird, glaube ich, Volt viel dabei sein. Okay, die sind komplett transatlantisch. Da wird die Partei dabei sein, die ist relativ NATO-kritisch. Da werden dann auch noch kleinere Parteien dabei sein, die von den Älteren wahrscheinlich noch nie gehört haben, aber das müsste man doch erstmal im Einzelnen aufschlüsseln. Einerseits, junge Leute wählen viele Kleinstparteien, weil sie viel... Haben wir gesehen, der stärkste Balken. Genau, weil sie viel themenorientierter wählen. Ja. Ich sehe aber auch, dass sehr viel Zustimmung Populismus findet. Und die Wahl von Populismus ist immer eine Wahl, die auf Angst gründet. Und ich glaube, was wir nicht anerkennen und was kaum eine der Parteien, die im Bundestag sitzen, wirklich kommuniziert, ist erstens junge Leute überhaupt als Zielgruppe. Mhm. Das heißt, wirklich auch mit jungen Menschen sprechen und ihnen vor allem zuhören. Das ist nicht passiert. Das ist während der Corona-Pandemie nicht passiert. Mhm. Zweitens, populistische Parteien lügen oft in den Fakten, aber sprechen emotionale Wahrheiten an. Und ich glaube, die emotionale Wahrheit, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Die Welt geht irgendwie in Chaos unter. Stimmt, das hatte ich vorhin gar nicht nochmal angesprochen. Beispielsweise die Lüge, dass Putin gesagt habe, er wolle das Baltikum oder Polen überfallen. Gibt es um solche Lügen? Das hat Putin nämlich nicht gesagt. Also, oder wenn, dann zeigt mir mal bitte irgendeinen Beleg dafür. Zeigt mir einen Redeausschnitt, wo er das sagt. Ich würde wetten, den werdet ihr nicht finden.
Also ihr werdet irgendwelche Redeausschnitte sagen, wo Putin sagt, ja, wenn die NATO uns angreift, dann werden wir militärisch antworten. Aber ihr werdet keinen Ausschnitt finden, wo Putin sagt, ja, Polen, das werden wir morgen annektieren. Das werdet ihr nicht finden. Oder Polen, da marschieren wir morgen ein. Die mochte ich schon immer nicht. Das werdet ihr nicht finden, solche Ausschnitte. Ich kann keinen Wohlstand anhäufen in dem Alter, in dem meine Eltern und Großeltern das gemacht haben. Weil wenn ich nicht reiche Eltern habe, dann werde ich auch nicht reich. Dieses Märchen, man muss nur hart arbeiten und dann kommt man zu Wohlstand und alles wird immer besser, funktioniert nicht mehr bei den Menschen. Und das merken die? Und das merken die und das wissen sie. Und darauf haben Parteien zu wenig Antwort. Jedenfalls die, die da zur Wahl gestanden sind, außerhalb der beiden, über die wir gerade sprechen. Darf ich? Eine Antwort könnte ja sein, kein Geld für zusätzliche Rüstungsproduktion verschleudern, kein Geld an irgendwelche korrupten Regime ausgeben, sei es jetzt in die Ukraine oder sei es an das schon zusammengebrochene Regime in Afghanistan, was wir ja damals auch ganz intensiv gemacht haben. Also da hat Deutschland ja unglaublich viel. Klingt jetzt bei dem Krieg immer ein bisschen zynisch, aber da wird natürlich auch Geld reingebuttert, was man unter den Bedingungen der Schuldenbremse auch für andere Sachen hätte verwenden können. Ich spreche nur emotionale Wahrheiten aus. Marina Weißbrand, die Russland hingegen unterstellt, einen riesigen Angriffskrieg zu planen, der aus demografischen, aus wirtschaftlichen, aus militärischen Gründen völliger Irrsinn wäre und wo auch keine Äußerungen von irgendeinem russischen Politiker existieren, die darauf hindeuten, dass Russland so etwas planen würde. Ja, also das sind dagegen reine Fakten. Das sind reine Fakten. Frau Wagenknecht, noch die Wählerwanderung mit Ihnen besprechen, weil wir hatten schon mal den Diskurs, was passiert denn, wenn Sie sozusagen antretend auch mit dem Versprechen, dass da die AfD nicht stärker wird. Die Wählerwanderung, die wir gesehen haben bei der EU-Wahl, zeigt, dass Sie vor allem eben Zulauf haben von der SPD und von der Linkspartei. Bei der AfD ist der Zulauf nur so groß wie bei den Grünen und eigentlich noch niedriger als von der FDP. Das könnte dazu führen, dass im Osten, wo im Herbst Landtagswahlen sind, am Ende Konstellationen sind, wo aufgrund der rausfallenden Parteien alleine schon ein Ministerpräsident von der AfD da sein könnte, in Sachsen oder in Thüringen. Wollen Sie das? Also ich sehe nicht, dass die AfD hatte jetzt im Osten Werte um 30%. Damit stellt man nicht den Ministerpräsidenten. Doch, in der Minderheitsregierung. Na, das ist... Also lassen wir Wagenknecht mal fertig antworten, aber okay, das ist jetzt ein starker Themenwechsel. Ich dachte eigentlich, es ginge um Ukraine-Krieg, aber natürlich muss Maischberger dann noch wissen, was da im Osten los ist. Ich bin jetzt gespannt, was Wagenknecht im Folgenden sagt, denn mit 30% kann man sehr wohl einen Ministerpräsidenten stellen. Wenn, also nehmen wir mal an, CDU kommt auf 20%, BSW kommt auf 20% und Linke kommt auf 10% in Thüringen. Das sind ja aktuell die Umfragewerte und die AfD kommt dann auf 30% und der Rest kommt nicht in den Landtag. Also dann müssen BSW und CDU und Linke zusammenarbeiten, oder SPD kommt auch noch auf 10%, da müssen CDU, BSW und SPD oder Linke zusammenarbeiten, um die AfD zu verhindern. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also die CDU wird nicht zu einer grundsätzlich anderen Politik bereit sein. Eine CDU-Minderheitsregierung zu stützen, wäre dann auch extrem unschlau. Auch da wird die CDU nicht zu einer anderen Politik bereit sein. Problem wäre wieder dasselbe. Das bedeutet, es gäbe eine Partei, die mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz läge und das wäre die AfD mit Björn Höcke. Das heißt, selbst dann wäre Björn Höcke mit einiger Wahrscheinlichkeit der nächste thüringische Ministerpräsident. Und warum sollte das BSW, also aus jetzt staatspolitischer Verantwortung oder irgend so einem anderen Unsinn, der einem von den Mainstream-Medien dann zugerufen wird, eine neoliberale Koalition mit der CDU machen? Das wäre blanker Wahnsinn. Also nee, dann regiert Björn Höcke halt in der Minderheitsregierung und ja, fertig. Dann sieht man mal, wie das aussieht. Also das ist schon ein realistisches Szenario. Also auch mit 30% kannst du einen Ministerpräsidenten stellen. Aber ich finde auch ein bisschen die Arbeitsteilung befremdlich. Also die Ampel tut seit 2 Jahren alles dafür, dass die AfD immer stärker wird. Auch vorher die CDU natürlich mit einer Politik, wo die Menschen einfach entsetzt sind, weil sie das Gefühl haben, da ist kein Plan. Hier wird auch unsere industrielle Substanz zerstört in Deutschland. Die Zukunft ist tatsächlich in Frage gestellt. Dann wird eine Partei wie die AfD stärker, auch in der ganzen Migrationsfrage, weil die Leute das Gefühl haben, da gibt's die unkontrollierte Migration findet statt.
keiner stoppt sie. Ja. Und dann wird uns vorgeworfen, dass wir jetzt die AfD nicht massiv geschwächt haben. Nee, ich habe sie nur ernst genommen, das letzte Mal, als wir gesprochen haben. Sie wissen, gesagt, also erstens, sind sie eine Alternative vor allem, zur AfD. Das war, wir sind vor allem sind angetreten, dass in unserem Land wieder bessere Politik gemacht wird, weil das wäre das tatsächliche Rezept, okay, um am Ende auch sicherlich die AfD in eine andere Größenordnung oder in eine kleinere Größenordnung zu bringen. Aber Sie müssen natürlich auch sehen, diese Wählerwanderung beziehen sich immer auf die letzte Bundestagswahl. Und wir wissen ja, also ich meine, da hatte die AfD 10%. Inzwischen hatte sie zwischenzeitlich weit über 20. Sie hat jetzt 16 bekommen. Also da ist ja sehr viel in Bewegung. Und insoweit spiegeln also die Wählerwanderung das dort nicht wieder. Aber wie gesagt, mein Hauptanliegen ist, und das wünsche ich mir, und da haben wir jetzt mit den 6% einen sehr guten Start erreicht, es muss sich in Deutschland die Politik ändern. Die Menschen müssen einfach das Gefühl haben, das ist ja eigentlich das Anliegen von Demokratie, dass das, was sie sich wünschen, gute Renten, ordentliche Löhne und auch eine Außenpolitik, die uns wirklich davor bewahrt, irgendwann ein Land wieder im Krieg zu sein und Krieg zu erleben, dass das umgesetzt wird. Das soll umgesetzt werden, wenn man Mehrheiten findet. Und die Frage ist, wie man die dann findet. Sie haben ein bisschen mehr geredet als Frau Weißband, deswegen eine Schlussfrage an Sie, Frau Weißband. Ich sag ja. Also gute Antwort von Sarah Wagenknecht. Wie gesagt, bei der Einschätzung AfD-Ministerpräsidentschaft unwahrscheinlich, da würde ich widersprechen. Einfach wenn die anderen Parteien sich nicht einigen und die AfD deutlich stärkste Kraft wird, dann wird der Ministerpräsident mit einfacher Mehrheit gewählt. Das heißt, Björn Höcke braucht dann keine absolute Mehrheit, sondern die 30%, die würden ihn in Thüringen dann schon völlig ausreichen. Und das halte ich aktuell für das realistischste Szenario. Also andererseits, wie gesagt, mit der CDU eine Regierung, die halte ich für extrem unwahrscheinlich. Wen sollte das BSW, also die CDU könnte dann versuchen, mit Linkspartei und SPD eine Minderheitsregierung zu bilden, in Thüringen beispielsweise. Auch das wäre extremst instabil. Also da, das wäre auch lustig, eine Regierung zwischen CDU und Linkspartei, die nicht mal eine Mehrheit im Parlament hätte. Also das wäre dann das, was die AfD wahrscheinlich noch verhindern könnte. Ich glaube kaum, dass SPD und Linkspartei beim BSW gemeinsame Sache machen werden, einfach um dann in der Minderheitsregierung zu sitzen. Also zumal die Linke und die SPD sich in Thüringen durch ihre Regierungsarbeit ja restlos selbst diskreditiert haben. Also sie haben ja wirklich alle Wahlversprechen gebrochen, die sie brechen konnten, haben die Infrastruktur genauso verfallen lassen wie die anderen Parteien vorher. Die sind einfach verbrannt. Also ich sehe nicht, dass da irgendwelche Machtoptionen fürs BSW bestehen würden. Und ich sehe auch nicht, dass eine stabile Regierung sich gegen die AfD bilden könnte, sondern die wahrscheinlichste Regierung, die ist wahrscheinlich immer noch eine AfD-Regierung. Aber das werden wir dann sehen. Also in Thüringen ist ja immer gut für Überraschungen. Wir hatten ja nach der letzten Landtagswahl zuerst mal Thomas Kemmerich als Ministerpräsidenten gesehen. Dann wurde gesagt, ja, das muss rückgängig gemacht werden, wurde dann rückgängig gemacht. Und dann haben wir Ramelow gestützt von der CDU als Ministerpräsidenten gesehen, der dann relativ geräuschlos tatsächlich regiert hat. Einfach, weil die CDU auch keine Lust auf Neuwahlen hatte, weil sie bei denen extrem stark abgestraft werden würde. Also die ganzen Wähler, die so halb links waren, die hätten sich gedacht, Hilfe, die CDU hat mit der AfD gestimmt, jetzt muss ich Ramelow wählen. Und die ganzen Wähler, die konservativ waren, die haben sich gedacht, okay, die CDU hat hier einen Ministerpräsidenten gewählt, den dann wieder abgesägt, auf Befehl aus Berlin. Also die CDU will ich auf keinen Fall nochmal, da will ich eher die AfD. Also das neue Landtagswahlergebnis hätte dann Linke und AfD gestärkt und dementsprechend hatte die CDU kein Interesse an einer Neuwahl. Und soziale Marktwirtschaft schreibt gerade, bei einer Minderheitsregierung müsste man um Mehrheiten für seine Politik ringen. Warum nicht? Ich habe keine Lust auf einen Höcke. Aber wenn die Leute so wählen, dann ist das zu respektieren. Ja, also wenn Höcke jetzt, keine Ahnung, nur 25% holt und gerade so erster Platz wird, dann könnte eine Koalition aus CDU und SPD, also relativ stabile Altparteienkoalition, wäre dann zwar auch eine Minderheitsregierung, aber die wäre wahrscheinlich stabiler als eine Koalition aus CDU, SPD und Linkspartei. Also das, wäre auch interessant. Also aktuell würde es für eine Koalition aus CDU und SPD laut Umfragen reichen. Aber Höcke, der war ja in ein paar Monaten in den Umfragen noch wesentlich stärker. Ich glaube, bis zu den Landtagswahlen kann er auch wieder zulegen. Also das wird interessant zu sehen sein, wie es in Thüringen dann aussieht. Und in Sachsen wird auch interessant. In Brandenburg wird es, glaube ich, da wird es wahrscheinlich wieder eine normale Altparteienkoalition. Aber in Sachsen und Thüringen, da könnten wir sehr interessante Experimente erleben. Also, wie gesagt, und ich habe jetzt nur gesagt, was ich für wahrscheinlich halte. Ich werde mich da auch nichts
konkret zu äußern, was das BSW jetzt machen soll. Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche, die werden nach der Wahl geführt. Dementsprechend kann ich da jetzt auch keine, ich kann nur sagen, was ich für wahrscheinlich halte. Aber zu sagen, was das BSW jetzt machen soll, das, ja, da werde ich, glaube ich, auch erst nach der nächsten Wahl was zu sagen. Einfach, weil wir vor der Wahl nicht wissen, wie genau das BSW abschneiden wird. Da ist ja Riesenunsicherheit. Wo bleibt das Positive? Ich glaube, wir können sehr viel tun. Ich glaube, wenn wir sehen gerade, alle sind überfordert. Ja, die populistischen Parteien wählen sind überfordert, aber ehrlich gesagt ist der Rest von uns auch überfordert. Und? Was wir in Krisenzeiten brauchen, ist Selbstwirksamkeit und Ownership. Das bedeutet, es scheint manchmal so, gerade wenn Populismus im Aufschwung ist, dass war das mit der Demokratie vielleicht ein Fehler. Aber ich glaube, wir brauchen nicht weniger Demokratie, sondern mehr. Okay. Wir brauchen wieder das Gefühl, dass Menschen... Ja, Volksabstimmung auf Bundesebene. Da könnten wir über diese Waffenlieferung und Geldzahlung an die Ukraine mal abstimmen. Nur so eine Idee. Also das, da würde ich Weißbrand jetzt zustimmen. Wir brauchen eine sozialere Wirtschaftspolitik und mehr Demokratie. Also schön, dass wir wenigstens da einer Meinung sind. Inwieweit das jetzt zu Ihrem Plädoyer für mehr Aufrüstung, mehr Waffenlieferung passt, das will ich an der Stelle mal nicht diskutieren. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Aber da Ownership heißt Eigentum. Also die Leute brauchen mehr Eigentum, ist Ihr Argument. Also das Hausbau soll beispielsweise leichter werden. Keine Ahnung, warum man die Sprache so anglisieren muss. Unverzichtbare, wichtige Teile ihrer Gesellschaft sind. Die klingt einfach. Die Riesenfragen, die wir jetzt haben. Sie wollen keine unkontrollierte Massenmigration, sie wollen keinen Krieg und sie wollen kein Zusammenbrechen der Wirtschaft. Die Klimakatastrophe steht ins Haus und wird genau all das bringen, außer wir fangen an, anders zu wirtschaften. Und wie wir das lösen, ganz ehrlich, das zu beantworten ist so komplex, dafür brauchen wir alle. Wenn wir junge Menschen einbinden, wenn wir Menschen in ländlichen Gebieten einbinden, wenn wir wenig vernetzte und armutsbetroffene Menschen einbinden, stärker befragen, verbindlicher mitentscheiden lassen, dann können wir erstens zu klügeren Antworten kommen. Zweitens sind diese Menschen weniger anfällig für Populismus. Wir müssen jetzt demokratische Projekte fördern. Dann ist das das Schlusswort in einer Diskussion. Okay, da kann man tatsächlich mal klatschen. Demokratische Projekte, also Volksabstimmung auf Bundesebene, Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten, Direktwahl des Bundespräsidenten, was haben wir noch? Bundesrat, den könnte man auch demokratisch wählen. Also warum entsenden da die Landesregierung Vertreter hin? Also da könnte man doch auch die Vertreter der die Vertreter der Länder könnten ja auch demokratisch gewählt werden. Ich meine ja nur. Nein, wichtigste Forderung, wie gesagt, Volksabstimmung auf Bundesebene. Das würde unser Land tatsächlich demokratisieren, wo wir hier am Ende sind. Also ich finde diese Diskussion bei Maischberger, wo man 1-1, beziehungsweise so 2-1 hat, besser als so Sendung, wo man 5-1 hat. Also Maischberger, die ist ja tendenziell pro Marina Weißbrand, da hat sie ja gar nicht kritisch nachgefragt. Bei Wagenknecht hat sie die ganze Zeit dazwischen geredet. Einwürfe waren dann nicht sonderlich intelligent, aber sie ist weniger schlimm als Lanz beispielsweise oder als, oh Gott, wie heißt denn der von Hart aber fair, Luis Klamroth. Also der ist ja, den sollte man sofort rauswerfen, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden würde. Naja, aber das finde ich noch das beste Talkshow-Format, wo man einfach zwei Politiker miteinander diskutieren lässt. Kannst du nicht mal Licht, ach so, ja, ich, so.